Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Was, wenn alles gut geht Box von Lethal Dean. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Was, wenn alles gut geht von Lethal Dean, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das 8. Album von Lethal Dean. Wir haben hier eine flache quadratische Box, von der Größe her so eine klassische Vinylbox. Hier oben lesen wir einmal links im Eck den Namen des Interpreten, darunter den Albumtitel Was, wenn alles gut geht. Und wir haben hier ein sehr interessantes Cover. Halb im Schatten, halb im Licht haben wir hier den Interpreten abgebildet, also hier so das Gesicht zur Hälfte zumindest zu sehen. Auf der Seite zieht sich die Optik vom Cover hier durch, mit diesem Schatten und Licht. Lethal Dean, Was, wenn alles gut geht, darunter noch das Logo von ihm, dieser Stern, der hier aus den Ls geformt wird. Und auf der Rückseite late.de, also die Website, und die beteiligten Labels. Das Ganze erschienen über RCA Musik. Dann haben wir noch einen Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Deckel ist natürlich abnehmbar, nicht nur zu klappen, sondern komplett abzunehmen, von innen in weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt, dann haben wir das Album auf CD, einen Sticker, dann haben wir, jetzt dachte ich kurz schon, die Vinyl wäre signiert, nein, wir haben hier einen Kunstdruck und darunter kommt dann die Vinyl zum Vorschein. So, schauen wir mal, genau. Und das Album hier noch auf Vinyl. So, von innen, von unten auch wieder in weiß. Machen wir mal zu. Und dann kommen wir direkt zum Inhalt. Ein paar Sachen sind hier noch eingeschweißt, und zwar die beiden Tonträger. Einmal die CD und auch die Vinyl. Die sind beide hier noch in Folie. Bedeutet, wir werden einmal aufschneiden. Einmal hier die CD und einmal die Vinyl. Die Vinyl kommt hier in einem Gatefold, also eine Doppelvinyl zum Aufklappen. So, einmal die CD und dann natürlich die Vinyl. So, ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Album an sich, in diesem Fall mit der CD. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack, Lethal Dean, Was, wenn alles gut geht, Premium Edition, lesen wir unten links. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Tracks auf CD1 und dann haben wir noch eine CD2. Hier haben wir einen Bonustrack, ein Duett mit Peter Maffay. Und dann haben wir hier noch Live-Akustik 2014, nochmal zusätzlich 8 Tracks. Also insgesamt dann 9 Tracks auf CD2 mit den 13 der CD1 dann 22 Stück. Rechts der Barcode, darunter Lethal Dean samt Band, Beteiligten und so weiter. Okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, was haben wir hier? Nochmal den Interpreten hier im Sonnenlicht. So, dann schauen wir uns das mal an. Als erstes haben wir einen Flyer zur Lethal Dean und Band Tour 2015. Das waren die Tourdates. Dann haben wir ein Booklet. So, die einzelnen Tracks hier erfasst. Okay, immer wieder. Moment. Das ist auch spannend. Dass es hier losgeht mit Track Nummer 6. Dann geht es hier weiter mit 11 und 8. Okay, also scheinbar sind die hier nicht chronologisch, sondern einfach ja, random oder folgen hier irgendeiner anderen Logik. Auf jeden Fall sind sie nicht durchnummeriert. Hier geht es los mit Track 6, 11 und 8. Also die Tracks hier mit den Lyrics
abgedruckt, genau. Hier geht es dann weiter. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass die hier so wild durcheinander gewürfelt sind von der Reihenfolge. Dann hier ein sehr schickes Schuhwerk. So, weitere Tracks, weitere Lyrics. Auf jeden Fall stark, dass man hier wirklich alle Lyrics reingepackt hat. Hier dann Track 1. Okay. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits und eine Danksagung. Dann gibt es hier noch ein Foto eines Live-Auftritts in Schwarz und Weiß. Und nochmal die Band hier im Detail. Und hier auch nochmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Zu diesen Akustik-Tracks. Okay. So, Booklet samt Flyer packen wir wieder zurück und kommen zur CD. CD Nummer 1 ist diese hier in Schwarz und Silber. Dahinter kommt wieder der Künstler zum Vorschein. Dann haben wir auf der rechten Seite die Bonus-CD, die CD 2. Die sieht so aus und auch hier wieder Lethaldin zu sehen. So, das war's zum Album auf CD. Wir machen gleich weiter mit der Vinyl. Das Cover ident wie auch das auf der CD bzw. auf der Box. Auf der Seite auch wieder Interpret, Albumtitel und auf der Rückseite natürlich die Tracklist. Allerdings, wenn wir es hier nochmal kurz hernehmen, haben wir hier logischerweise die Tracks des regulären Albums, also die der CD1. Also die 13 Tracks vom Album haben wir hier drauf. Diese Bonus-Songs auf CD2, die sind hier auf der Vinyl nicht mit drauf. Also die Vinyl spiegelt natürlich hier das reguläre Album wider, denn es gibt diese Vinyl, hier hinten haben wir den Barcode, auch regulär zu kaufen. Also nicht nur in Variante mit dieser Box, sondern natürlich kann man auch rein so das Album auf Vinyl kaufen. So, hier haben wir das Ganze dann wieder mit den Infos, mit den ganzen Credits pro Song verfasst. Und wir haben hier dann auch noch die einzelnen Fotos von Lethaldin. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Vinyls an. Nummer 1. Schauen wir mal, ob da noch mehr drin ist. Nein, okay. Und Nummer 2 kommt hier. Die zweite Stecktasche ist ebenfalls leer. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier zwei Vinyls, die kommen in einer weißen Papierhülle. Das ist Nummer 1. Sieht so aus, klassisch schwarze Vinyl. Drei Tracks auf der A-Seite, auf der B-Seite dann weitere drei. Okay, dann packen wir das Ganze wieder zurück in die Hülle. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Vinyl, die hier mit der C-Seite. Hier haben wir vier Tracks. Und auf der D-Seite dann wiederum drei Tracks. Also insgesamt 13 Tracks hier auf die vier Seiten verteilt. Die beiden Vinyls hier in dieser weißen Papierhülle jeweils. So, dann haben wir ein T-Shirt mit dabei. Und dieses Shirt hat wieder den Albumtitel hier abgedruckt, also hier mittig groß zu lesen, was, wenn alles gut geht. Darunter das Logo von Lethaldin, hier dieser Stern aus den 5 Ls hier zusammengesetzt, in diesem Fall in Orange. Auf der Rückseite haben wir hier nichts drauf, also hier ist alles in Schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. So, dann packen wir wieder zusammen das Shirt und kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Sticker mit dabei. Der sieht so aus, kreisförmig, das Logo weiß und orange. Einmal der Sticker hier dabei. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch diesen Kunstdruck. Der ist quadratisch, Größe wie die Box bzw. in Größe der Vinyl. Hier haben wir wieder den Interpreten mit den vier Bandmitgliedern und dann haben wir hier noch den silbernen Schriftzug, also die Unterschrift hier mit silbernem Stift.
auf der Rückseite blank weiß. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte signierte Kunstdruck. Dann haben wir den Sticker, das Shirt in der Größe L, das Album auf Vinyl. Also wir haben hier die zwei Vinyls, A, B, C und D-Seite, 13 Tracks hier auf schwarzer Doppelvinyl in diesen weißen Papierhüllen. Und natürlich das Album an sich, was, wenn alles gut geht, im Digipack mit der Bonus-CD, also mit 14 Tracks plus 8 Bonus-Tracks, insgesamt 22 dann. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, was, wenn alles gut geht, von Lethal Dean. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lethal Dean unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.